Hallöchen, ihr Hausmeister da draußen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei meinen Aufnahmen immer? Egal, ob es jetzt meine Wimmelbild-Let's Plays sind oder hier die regionalen Let's Plays. Ich sage immer Hallöchen. Ich krieg's auch nicht raus. So, wie gesagt, willkommen zurück zu House Flippers. Und jetzt hat sich ein bisschen was geändert hier in der Bude. Ich habe jetzt mal ein paar Screenshots. Der Aufgang, einmal haben wir hier einen Screenshot aus Minecraft. Ja, so kann man es besser sehen, glaube ich. Dann haben wir hier unser Haus hier oben ganz im Flach. Dann habe ich hier mein YouTube-Logo in der Mitte. Nehmt da ein bisschen Kaffee. Dann hier der hübsche Bursche ist meine, ja, meine Let's Play-Figur aus Diablo 2 Resurrected. Aber gut. Schön, dass es diese kleinen Spielereien gibt. Wir machen den nächsten Auftrag. Und dann machen wir jetzt mal eins aus dem Garten-DLC. Ein bisschen Kies und Sträucher. Hallo, ich habe zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Ich komme mit Löchern in Zähnen zurecht, aber nicht mit Löchern im Boden und mit Unkraut. Schütten Sie das Unkraut und den Rasen vor dem Haus mit Kies zu oder mit irgendwelchen anderen Spänen. Bitte pflanzen Sie an den etwas hinein, bitte, damit es schön wird. Grüße, Elsa König. Das machen wir auch. So, einpflanzen ist jetzt verfügbar. Du kannst jetzt den Garten gestalten. Du findest Pflanzen in der Kategorie Garten im Shop auf dem Tablet. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen, die Wassertanks füllen und den Schmutz außerhalb des Hauses abwaschen. Okay, wir sollen ja das Ganze hier mit Kies ausfüllen. Ich glaube, wir sollen auch hier ein bisschen Unkraut rupfen. So. Erstmal das ganze Unkraut weg natürlich. So, ich glaube, wir haben hier das Unkraut weg. Das Unkraut entfernt von... Okay, Moment. Da ist noch was. Da ist noch was. Müssen wir hier in die Nadel im Heuhaufen suchen. Ich finde das Unkraut hier gerade nicht. Okay, hier drin ist es nicht. So, schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir jetzt für die Folge ein bisschen länger. Für den Auftrag ein bisschen länger. Vielleicht spalte ich das Ganze in zwei Parts auf oder so. Ah, da haben wir es doch gehabt. Streue den, Decke zweifarbiger Kies. Okay. Stopp. Zweifarbiger Kies. Ich glaube, da ist es egal, was wir da nehmen. Jetzt kaufen. So. Okay, da komme ich... Ah, ich komme doch noch hier hin. Ja, dann machen wir das richtig. Das haben wir jetzt auch geschafft. Pflanze ein.
Pflanze ein, aber wie... Wie soll ich einpflanzen? Wenn ich jetzt hier hingehe... Nadelstrauch. Mal sehen, wenn ich das hier eingebe. Nadelstrauch. Jetzt kaufen. Und ich glaube, es ist auch egal, wo ich es einpflanze. Hauptsache ist es eingepflanzt, oder? Oh. Machen wir das mal. So. Boah, jetzt müssen wir noch gießen. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Machen wir hier weiter. Erstmal das Unkraut natürlich wieder entfernen. Was ich mich natürlich frage, verschwindet das Unkraut auch, wenn ich zum Beispiel jetzt diesen zweifarbigen Kies drauf schmeißen würde? Das will ich jetzt mal ausprobieren. So, so, so. Nee, das Unkraut verschwindet nicht. Aber wir sehen es einfacher. So, dann machen wir das auch. Ich finde sowas zwar hässlich, aber wenn es eine Zahnarztpraxis ist. Mein Gott, wenn sie es wollen, dann wollen sie es, wa? Okay, wo fehlt denn noch was? Soll das Unkraut weg oder was? Jo. Okay. Dann machen wir das gleiche hier wieder, oder? Muss man nur Nadelstrauch machen, warte mal. Ja, Nadelstrauch. Nehmen wir einfach den hier wieder. Der kommt. Also wenn das hier da steht, dann kommt das hier hin. So, wieder schaufeln. Und nochmal, ja komm, schaufel mal. So schnell, bis das Loch weg ist. Tief genug ist. Dann haben wir das erledigt. Entferne Unkräuter, streue die Decke, einfarbiger Kies, pflanze eine Pflanze ein, Nadelstrauch. Okay, ein... Was? Einfarbiger Kies. Einfarbiger Kies. Ich würde mal sagen... Wir lassen es mal schön neutral, so... Und wenn ich das jetzt hier mache, dann sieht man auch das Unkraut. Und das habe ich habe mich jetzt angehört wie eine Schallplatte. Weil das sagte ich ja bereits schon. So, Nadelstrauch wieder natürlich. Der Kunde ist König. Wenn man ein, wenn der Herr einen Nadelstrauch haben will, dann kriegt er einen Nadelstrauch. Und die pflanze ich auch hierhin.
So, jetzt heißt es wieder schaufeln. Jetzt kommen in der Zeit letzter Zeit sehr viele Simulatoren, wa? Ja, Simulatoren sind ja nichts Negatives und ich sag halt auch mal Geschmackssache. So, das haben wir auch erledigt. Was ist hier? Einfarbiger Kies. Okay, einfarbiger Kies. Dann mache ich mal die Form diesmal. Es geht wahrscheinlich einfacher sogar. Passt auf. Da kommt das Unkraut zum Vorschein. So, was soll man wieder machen? Nadelstrauch. Wer hat's denn gedacht? Wer hat's denn erfunden? Jedenfalls nicht die Schweizer. So. Wir buddeln. Dann nochmal buddeln. Nochmal buddeln. Nochmal buddeln. Jetzt ist das Loch tief genug. So, ich glaube, wir haben den Auftrag hiermit erfolgreich beendet, meine Damen und Herren. Wartet mal, ich mache mal eine Sache, will ich mal testen noch. Seht ihr, das ist jetzt noch ein Zusatzservice. Wasche ich mal den ihr Auto. So. Der Kunde ist König, wie gesagt. So, Auftrag beendet. Wir kriegen eine Million, nee, ist das, ich will 1544, wenn ich mich nicht täusche. Bitte in die Kommentare schreiben, wenn ich mich geirrt habe. Okay, kam irgendein komisches Geräusch. Wartet mal, ich möchte mal kurz schauen, ob ich diese... Sind bestimmt Flecken von außen, oder? Yo, ich kann es damit sauber machen. Das wollte ich mal austesten. Da haben wir unser Haus mal picobello sauber gemacht. Das finde ich nice. So. Bleiben wir mal hier draußen. Dann sage ich mal wieder an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.